Guilty Crown und Sword Art Online und das gratis. Das gibt es heute hier in diesem tollen Gewinnspiel. Was ihr dafür tun müsst, gleich nach dem Intro. Also, als Dank dafür, dass ich jetzt 60 große, tolle, super Abonnenten habe, euch, möchte ich mich bei euch natürlich bedanken. Und das tue ich in Form von drei Preisen. Preis Nummer 3 für den Drittplatzierten ist eine Anime-Review für euch. Und ihr dürft euch den schlechtesten Anime, den ihr jemals gesehen habt, aussuchen. Oder ihr könnt euch natürlich auch den besten Anime, den ihr jemals gesehen habt, aussuchen. Aber natürlich ist es mit dem schlechtesten viel lustiger, denn ich muss mir die Kacke auch noch angucken und dazu auch noch eine ehrliche Meinung geben. Der dritte Preis ist also eine Anime-Review zu einem verdammt, verdammt, verdammt schlechten Anime. Wow, ich freue mich da auf die Einsendung. Der zweite Preis wäre ein Stream-Paket von Guilty Crown. Das wären die ersten 6 Folgen als Stream von Peppermint.tv. Das gibt es dann für euch. Das bezahle ich, das hat mir Peppermint TV nicht zur Verfügung gestellt. Und Guilty Crown habe ich ja auch schon mal reviewed. Hier irgendwo im Bild ist ein Link zu Guilty Crown, da könnt ihr euch mal meine Review anschauen. Und der allererste Preis für das Kommentar, das das Beste war, wozu ich gleich komme, wird ein Stream-Paket von Sword Art Online sein. Je nachdem, ob es 6 oder 8 Folgen beinhaltet, ein Streaming-Paket, denn bei Peppermint TV ist es noch nicht erschienen. Und falls es zu dem Endzeitpunkt des Gewinnspiels auch noch nicht erschienen sein sollte, dann wird es auf jeden Fall nachgereicht, aber ihr bekommt es auf jeden Fall ein Streaming-Paket Sword Art Online, auch von Peppermint TV, unbedingt mitmachen, unbedingt dabei sein. Wow! Hier irgendwo im Bild ist auch noch die Review-Time zur Sword Art Online. Unbedingt mal reinschauen. Aber was müsst ihr denn jetzt dafür tun? Was müsst ihr dafür tun, diese super tollen Preise abzustauben? Es ist ganz einfach. Ihr wisst ja, in Sword Art Online spielt man in einem Virtual Reality MMORPG und das mit Hilfe des Nerf Gears, was so eine kleine Haube ist, die man auf dem Kopf hat. Und ich würde euch da einfach mal fragen, was würdet ihr für ein Spiel oder eine Software schreiben mit dieser Virtual Reality Oberfläche? Würdet ihr euch einen Real Life Mega Super Porno bauen oder würdet ihr euch eine Welt bauen, in der ihr einfach machen könnt, was ihr wollt? Das möchte ich gerne von euch wissen. Lasst mal eure Kreativität raus, schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf eure Einsendung. Das ist also, was ihr zu tun habt. Einfach einen Kommentar schreiben, einen kreativen Kommentar schreiben und des Weiteren müsst ihr noch ein Abonnent von mir sein, denn immerhin ist dies ein Giveaway für meine Abonnenten und deshalb wäre es blöd, wenn das jemand gewinnt, der nicht Abonnent von mir ist. Dann müsst ihr nur noch abonnieren und diesen wunderschönen kreativen Kommentar dort unten in die Comments posten und dann könnt ihr schon gewinnen und macht mit. Einsendeschluss ist heute in 3 Wochen, sprich der 2. September. Das heißt, bis dahin muss euer Kommentar geschrieben sein und bis dahin müsst ihr mich auf jeden Fall abonniert haben. Ich werde dann am 2. September gucken, wer gewonnen hat und das wird dann in der nächsten Review-Time danach bekannt gegeben. Ich hoffe, ihr macht mit. Ich freue mich auf eure Einsendung. Wir sehen uns dann Mittwoch wieder zu der nächsten Lord-News-Ausgabe oder Freitag zur nächsten Review-Time. Und ich würde einfach mal sagen, bis dahin und tschüss.